Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter für den Nintendo GameCube. Im letzten Part haben wir uns weiter in den Minen umgesehen. Und das kleine Problem, was aufgetreten ist, ist, ich hatte gesagt, dass ich hier zu diesem Speicherplatz gehe. Dabei war hier gar kein Speicherplatz. Aber ich habe nur den Kampf fertig gemacht und bin dann entsprechend sofort hier hochgegangen. Das hat auch unproblematisch funktioniert. Wir sind jetzt hier. Hier sind zwei leuchtende rote Punkte. Also sind hier offenbar noch zwei Zwergenruinen. Das sowieso. Zwergenruinen. Und damit fehlt auch danach nur noch eine einzige. Ne? Ja, so ist es, meine lieben Freunde. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen kämpfen und unsere Perfektanzeige ist auch wieder voll. Das ist gut, weil die werden wir noch brauchen. Sehr bald, glaube ich sogar. Ich glaube, das wird schon reichen, ja. Das ist jetzt halt ein bisschen problematisch, weil... Oh ne, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie es unproblematisch wird. Nämlich, wir erschaffen noch ein Objekt mit ihm hier. Damit er was gemacht hat und wechseln jetzt mit Idreal aus, weil ich möchte natürlich, dass nach wie vor alle möglichst... wieso kostet bei ihm jetzt der Kram weniger Zeug? Habe ich da was übersehen, gerade bei den Fertigkeiten? Kostet weniger. Muss ich mir nochmal durchlesen. Müssen ja alle was im Kampf gemacht haben, damit alle die vollen Erfahrungspunkte bekommen. Das ist schon, glaube ich, ein wichtiger Trick, den man sich im Kopf behalten sollte. Über das ganze Spiel hinweg. Dankeschön. Hier irgendwas Nennenswertes am Start? Nein, aber Rune Nummer 5 von 7. Und 6 von 7 ist ja hier auch noch. Und dann haben wir noch den einen letzten Weg, den wir jetzt noch gar nicht gegangen sind. Wasserschutz. Okay, ich rüste das einfach mal Headhot aus, weil du noch so viel Platz hast. Also ein. Aber ich glaube, dass wir Wasserschutz gar nicht brauchen für die nächste Zeit. Oh. Ja, und vor allem, was wagt ihr, euch hier umzusehen? Das sind unsere Zwergenruinen. Ihr habt ja gar nichts zu suchen. Deswegen. Wir brauchen ganz dringend Idreal wieder. Weil die macht halt doch irgendwie noch am meisten Schaden. Ne? Mit ihren Lautwassern. Wer ist blöd? Du bist blöd. Oh, wobei, war da ganz so ein... Nee, wir haben keinen Doppelschwerttypen dabei. Die Doppelschwerttypen hier, ne, die wollen wir auf gar keinen Fall... haben. Macht der Flamme, macht glaube ich nicht so viel. Wir machen mal das hier. Vielleicht reicht es, ich glaube aber nicht. Er braucht noch mehr Punkte auf Geschick. Es ist unglaublich. Udun Inferno. Autsch. Das war uncool. Nicht. Was? Alter, komm schon. Das kann nicht dein scheiß Ernst sein. Lass das bleiben, du Missgeburt. Also es wäre echt schön, wenn wir die Gegner irgendwie überhaupt mal wieder treffen würden und die dann nicht 20 Runden lang dran wären. Meine Fräse. So, triffst du jetzt bitte? Danke. Das hat aber nicht so viel Schaden gemacht, wie ich mir erhofft habe. Na gut, wisst ihr was? Das trifft jetzt. Und zwar fatal! Arschkrampe. So was lasse ich doch nicht mit mir machen hier. Mach dir Gefährten. Gehören wir eigentlich zu den Gefährten? Eigentlich doch nicht. Ne? Zumindest nicht in den Filmen. Hier kann man zwar am besten ausweichen, aber ich glaube, du machst mehr Schaden. Ach du... Einmal sagt man sowas, da kommt natürlich gleich der Kritische. Hier, friss Feuer. Brenn. Schade, dass es keinen Brennschaden hat. Ach komm, schon wieder kritisch. Das ist doch nicht dein hässlicher Ernst, oder?
Gewicht. Oh yes, wir haben Zorn-Zitadelle gelernt. Zorn-Zitadelle ist, glaube ich, damals der Skill gewesen, den ich am meisten von allen benutzt habe. Also, kann sein, dass ich jetzt was verwechsle, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das mein meistgenutztes Skill war. Und danke für die Rüstung von Edreal. Und noch mehr Rüstung für Edreal. Ausrüstung Edreal. Elbenbeinschienen. Cool. Elbenschulterplatten. Cool. Ja, so langsam aber sicher ist es hier wirklich Rüstung. Ja, Geschick, gar keine Frage. Beretor. Stärke. Yep. Irgendwas wollte ich gerade noch gucken. Ich wollte wegen der Fähigkeiten mal gucken, weil ich habe jetzt das eine oder andere hier erlernt. Da sind wir noch dabei. Danach kommt dann... Oh, Betäubungsschlag ist... Es ist alles so wichtig hier. Ich muss eh alles lernen, um das da unten lernen zu können. Das ist erstmal okay. AP-Entzug lernen wir jetzt. Wir könnten alternativ schützen ein Gruppenmitglied. Dieses wird im Ernstfall automatisch zum Leben erweckt. Boah. Ich würde AP-Entzug erstmal lernen, aber einfach nur, weil es nur 20 kostet. Und hier ist Zorn der Valar. Das ist passiv. Oh, haben wir vielleicht gerade bei Beretor eine Passive erlernt, die uns jetzt weniger AP kostet. Erhöht den Schaden in Edreal mit der Fähigkeit direkter Schaden verursacht. Oder ihren Rüstungswert. Hm, ist okay. Oh, und wir lernen... Oh, wir haben schon den nächsten Perfektmodus erlernt. Reißen tiefe Wunden. Auf alle? Keine Ahnung. Wie ist bei dir? Schuss der Blendung lernst du jetzt gerade. Ist eigentlich nicht so wichtig. Das wäre eigentlich wichtiger jetzt hier. Schlafpfeile. Oder Lähmungsangriff. Na, bleibe ich mal bei Schlafpfeilen. Und hier haben wir Flucht der Dunedain verbessert die Fähigkeit, Angriffen auszuweichen. Okay. Und bei dir haben wir lähmende Schlag, Angriffstempo verringert versus Rüstungswert. Ja, das hatten wir schon angeguckt. Flammenschutz hatten wir schon angeguckt. Hier Fürst erhöht Hedots Stärke und seinen Nahkampfschaden. Angriffen auszuweichen. Ne, da bleiben wir bei fürstliche Macht. Und hier, ja, das wird noch dauern. Ja, hier habe ich noch gar nicht geguckt. Fluch der Uruks. Urukai größeren Schaden. Ja, die kommen erst noch. Oder der Beretor drei Attacken ermöglicht. Nicht gekonnert werden kann. Ich würde ja vielleicht erstmal das hier lernen. Weil ich glaube, die Urukai brauchen noch ein bisschen, bis die kommen. Und hier, Gunst der Gefährten. In jeder, ja, das wollen wir auf jeden Fall. Genau, da warten wir drauf. Heldenmut. Reduziert die AP-Kosten aller Aktionen 25%. Während perfekt. Ach so, während der perfekten Modus voll ist. Aha. Gut zu wissen. Zahl von seinen AP oder automatisch auszuweichen. Naja, ich bleib mal bei Heldenmut. Gut, dann haben wir das. Rüstung sollte keiner weiter haben. Schön. Da haben wir jetzt viel Zeit im Menü verbracht. Sorry dafür, aber das muss auch mal sein. Genau wie dieser Speicherpunkt. Und der Helm für Headhot. Der ist wesentlich besser. Dankeschön. Ich glaube, das ist sogar der Helm, den er auf dem Cover von einem Spiel aufhat, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der kam gerade, der kam mir so familiar vor. Also gut, ich kenne die ganzen Rüstungen und so, aber trotzdem, der kam mir so besonders familiar vor. Und ich habe den Safe nicht das ganze Spiel übergetragen. So. Was haben wir denn hier? Erkennt ihr das nicht an der Form des Schaftes? Das ist die letzte Axt, die in Moria geschmiedet wurde, Waldläufer. Verzeiht mir, mein Freund. Ich wollte euch nicht kränken. Zwergenwanderaxt. Wollen wir die ausrüsten? Voll die Schändung eigentlich, oder? Oh ja, das macht schon mal wesentlich mehr Schaden. Ihr habt mich überzeugt.
Und hier kommen irgendwo noch Kämpfe, definitiv. Wahrscheinlich bei der Rune. Nummer 6 von 7. Oh. Yep. Und dann haben wir fast schon 7 von 7 und können durch die große Tür. Guck mal, wir haben jetzt alle vierstellige GP. Das ist doch schön. Du hast jetzt nicht ernsthaft zu Beginn K.O.-Schlag gemacht. Du mieses Stück Kot, Alter. Wirklich, wie kann man so nervig sein? Wir müssen uns gleich mal dem entledigen. Das geht ja wirklich gar nicht. Ja. Das geht ja wirklich gar nicht. Bam! Bam! Oh, ich liebe diese Attacke. Die kostet so viel AP, aber es ist so stark. Ja. Die ist so stark. Ja, mit dir sieht es ein bisschen problematisch, aber wir machen das einfach nochmal so, dass du ein Königskraut erschaffst. Dann hast du was gemacht. Und der nächste, der dran ist, holt Elegas nochmal rein. Einfach für die Erfahrungspunkte. Du musst es wieder sein. Du musst wieder Platz für Elegas machen. Das ist ja fast schon unfair. Machen wir aus Spaß mal Willenbrechen. Brauchen wir bei ihm zwar nicht, aber einfach, um es mal gemacht zu haben. Na, wobei. Kriegt er ja jetzt noch mehr Schaden. So oder so kritisch. Und fatal. Tödlich. Letal. Dankeschön, 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 danke, danke, danke. Nummer 6 von 7. Ja, und wo 7 von 7 ist, wissen wir ja auch schon. Da müssen wir jetzt nur noch hinlaufen. Was ein bisschen dauern könnte, weil man doch recht langsam läuft im Spiel und es keine Sprintentaste gibt. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Kampf! Ich wollte gerade fragen, ob wir wieder gegen drei Waage kämpfen, aber nein, es sind nur zwei. Erstmal müssen wir weg. Und jetzt triff! Danke, oh, 1092. Das ist jetzt so langsam der Headhunt, den ich kenne. Oh yes, baby. Hätte ich Fluch der Beste machen können, egal. Elegos ist, glaube ich, trotzdem einer, den ich nicht in meinem Endteam haben werde. Auch wenn er mega praktisch ist in vielen Hinsichten und total viele Debuffs und sowas kann. Glaube ich. Naja, ich werde eh, glaube ich, immer variabel hin und her switchen und alle irgendwie ein bisschen benutzen. Wollen wir nochmal schauen, wie viel Schaden das jetzt macht. Geht. Dann ist Elegos dran. Jetzt ja wunderbar. Dann. Es ist so stark. Oh, da haben wir da gerade was bekommen. Ich habe es nicht richtig gesehen. Nein. Aber. Geist, ja. Tempo und Konstitution, ja. So, noch einmal über die große Brücke, wo höchstwahrscheinlich auch nochmal ein Kampf kommen wird, aber es ist okay. Und schnell zur 7. Rune. Und von dort aus schnell wieder zu dem Tor, bei dem wir schon waren. Schaffen wir auf jeden Fall den Part noch ganz easy. Peasy. Lemon. Kampf. Squeezy. Ach du heilige Scheiße. Das hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich mir erhofft habe. Oh, fuck. Mir gefällt das Gesamtbild dieses Kampfes gerade nicht. Inwiefern schwächt das eigentlich Gegner?
frage ich mich. Eck. 1126. Zwar kritisch, aber trotzdem. Alter. Meritor, du geiles Sau. Ich glaube, ich werde bei ihm einfach so dermaßen viel Stärke pushen. Was ist das? Vielleicht sollte ich gerade mal Idreal auswechseln, sobald sie dran ist. Einfach nur, damit sie nicht stirbt. Wäre vielleicht nicht so unklug. Mal gucken. Also muss ich erstmal dran sein. Oh. Nee. Warum mache ich nicht Buch der Beste? War blöd von mir. Der macht halt 10% davon, der Gegner. Das ist halt schon ein bisschen belastend für ihn, glaube ich. Für uns ist das nice. Ach komm. Muss ich bei dir auch auf Geschick gehen, wieder. Immer schön Punkte auf Führerschaft, das ist wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. Man darf es nicht unterschätzen. Genau wie Hedhot. Den darf man auch nicht unterschätzen. Wie oft ich diese Siegesposen nachgemacht habe als Kind im Garten. Ach, es ist unglaublich. Auch wie die Zeit vergeht. So, Beretor. Konstitution. Elegost. Geschick. Du. Stärke. Eigentlich auch noch geschickt bei ihm. Aber egal. Ich weiß nicht warum, aber ich bekomme gerade irgendwie voll Bock auf Lost Odyssey. Mal wieder. Das habe ich auch ewig nicht gespielt. Halt seit dem Let's Play nicht mehr, wo ich es damals durchgespielt habe. Das hat echt Spaß gemacht. Das war echt ein großartiges Spiel, aber ich habe meine Xbox nicht hier. Und leider muss das ja Xbox-exclusive sein, was so abgefuckt ist. Ich bin halt echt kein Xbox-Freund. So, ich habe mir auch nie eine Xbox One geholt und ich würde mir auch safe keine Series X kaufen. Und bin auch echt abgefuckt davon, dass das neue Spiel von den Life is Strange machen, also von Don't Nod, eben Microsoft-exclusive ist quasi. Also zumindest Xbox und PC. Finde ich schade, also meiner Meinung nach muss das nicht sein. Aber hey. Ich meine, ich habe einen starken PC, gar keine Frage. Oh, danke. Und ich könnte das hier unproblematisch drauf spielen, aber ich genieße es einfach nicht so sehr, auf dem PC zu spielen, wie ich es genieße, auf der Konsole zu spielen. Sollte ich diesen Weg jetzt laufen? Bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich habe jetzt alle Runen, aber ich weiß nicht, ob das der Storyweg ist oder ob das nicht tatsächlich einfach optional ist. Bin mir nicht sicher. Aber ich habe ja hier gerade gespeichert. Wir gucken uns einfach mal an, was da hinten noch so kommt. Allein, dass hier schon wieder zwei rote Punkte auf der Map sind, irgendwie verunsichert mich das gerade. Halb so viele EP für Idreal ist fatal. Das sollte ich nicht machen. Da hätte ich lieber jetzt Elegos draußen, also direkt rausnehmen sollen. Naja, wenigstens steigt sie trotzdem auf. Das ist wichtig. Konstitution. Naja, vielleicht bekomme ich hier auch gleich wieder eine Meldung, dass ich hier noch nicht lang gehen sollte. Oder auch nicht. Das verunsichert mich jetzt ein bisschen. Warum geht es hier so weit lang? Ich meine, hier sind doch safe nicht nur Truhen. So weit wie das hier geht.
Zumal da noch ein zweiter roter Punkt ist. Was ist denn? Moment. Finde die große Metria-Grube. Das wirkt ja fast schon. Als wäre das hier. Ich meine, das sieht schon aus wie eine große Metria-Grube, wenn ich mir das so angucke. Ich fühle mich nicht wohl bei dem Gedanken, hier weiterzugehen. Ehrlich gesagt. Horcht! Was ist das? Närrischer Tuck! Wirf dich nächstes Mal selbst hinein, dann sind wir dich und deine Dummheit los! Wartet, ich sehe etwas. Was sagt ihr dazu, Herr Zwerg? Das ist ein Schlüssel für ein wichtiges Artefakt. Etwas, das im Thronsaal aufbewahrt wurde. Vielleicht ein Buch voller Geheimnisse. Könnt ihr uns hinführen? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Sorry für die Geräusche, glaube, dass das jetzt sein muss. Wir haben mehr gefunden, als uns lieb ist. Das ist ein Balrog von Morgoth. Ein Dämon aus der alten Welt. Wir müssen unsere Furcht überwinden. Folgt der Kreatur. Das ist der einzige Ausweg. Es ist sinnlos. Der Pfad ist zerstört. Wir müssen uns zurückziehen und einen anderen Weg finden. Jo. Zurück zu einem anderen Weg finden und erstmal umzingelt werden. Hier könnte ich Pfeilhast jetzt auch gut gebrauchen. Aber will ich das jetzt benutzen? Nö. Ach, ich kriege das irgendwie anders hin. Warum kann ich das nur... Ach so, weil du in diese Richtung guckst. Du hast nur diese beiden Gegner quasi, na gut. Bam! Ja, also wahrscheinlich war es doch dann jetzt gut, hier lang zu gehen, weil hier können wir ja jetzt nicht weiter. Ne? Aua! Du Stück Kot, Alter. Hat irgendjemand hier wieder zwei Schwerter? Ich glaube nicht. So, Berito, was machen wir mit dir? Ich würde sagen, wir machen erstmal das. Du bist gleich nochmal dran, wie praktisch. Dann können wir einen davon zumindest erlegen. Ja, ist egal, machen wir den. Okay. Die anderen beiden werden nochmal ein Problem, aber ist auch egal. Wir können auch nicht nachrücken, ne? Naja. Ist alles egal. Immer egal, egal, egal. 1218 mit einem Angriff. Edward, du bist geil. Nochmal sorry, dass in der Sequenz gerade dieser laute Lärm war. Vielleicht habe ich mein Mikrofon rausgeschnitten in der Szene, ich glaube aber nicht. Da werde ich nicht dran denken im Nachhinein. Ja, aber das kann ich leider nicht verhindern, wenn sowas hier unten auf der Straße langsam vorbeifährt, laut, in der Kolonne, mit viel Lärm. Dankeschön, Dankeschön, danke, danke. Ich habe Idril nicht eingewechselt. Warum bin ich so blöd? Aber wir bekommen ganz viel Kram. Nein. Ausrüstung, Beretor, Brust. Ach, das passt jetzt auch endlich dazu. Hatten wir noch was? Du hier hattest noch. Die ist schon besser. Ja. Dann ist das Artefakt, was wir gefunden haben, jetzt auch schon irrelevant. Geschick. Ich pumpe ihn jetzt wirklich auf hier. Also der Weg da unten ist jetzt kaputt. Das heißt doch, dass es jetzt sinnlos wäre, hier unten lang zu gehen, richtig? Zumindest wäre sinnlos, da lang zu gehen. Aber es gibt hier noch einen unteren Weg, aber der führt, glaube ich, nur hoch zu einer Truhe. Ich muss mir das angucken einfach. Aber dann gehen wir auf jeden Fall noch die Runen einsetzen. Das machen wir definitiv noch in dem Part. Also davon lasse ich mich jetzt nicht hier abfacken. Ja. Und komm schon, kritisch, kritisch, kritisch. Schade.
Hätte ja sein können. Und auch wenn mir die Typen mit der Maske auf den Sack gehen, werde ich jetzt das machen, einfach weil der dann zweimal dran ist. Und wenn der jetzt tot ist, 1585, Alter, ist es einfach besser. Aber er macht den K.O.-Schlag nicht und trifft sogar nicht mal. Also alles easy. Nein, nicht töten! Ah! Ich wollte Edreal einwechseln. Mann, Verito halt. Einmal. Das ist einmal zu viel Verlass auf dich. Jetzt ist Edreal echt ganz schön hinterher mit den Erfahrungspunkten. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, aber gucken wir jetzt nochmal kurz, was hier unten oder oben unten noch an Truhen ist. Und dann gehen wir zurück zu der Tür mit den Zwergenrunen. Und ja, wir haben gerade einfach einen fucking Balrog gesehen. Ob es jetzt der Balrog ist, weiß ich nicht. Also derselbe aus dem Film. Beziehungsweise ich weiß schon, ob es ist, aber ich sag dazu noch nichts. Warum sollte man diese Sackgasse hier machen? Wofür? Und was ist das da oben noch, wo es irgendwie noch hoch, rein, runter, was auch immer zu gehen scheint? War da irgendwie noch eine Treppe hoch oder sowas, die ich übersehen habe? Hier. Oh. Headhot, du hast Beinschieben. Wunderbar. Und Elegos, du hast ein Level Up. Konstitution, Stärke. Truhe. Königskraut. Die kann ich mir auch selber machen. Für 5 AP und eine Headhot-Runde. Und die bringt mir dann sogar was. Nämlich mehr Punkte in der Itemherstellung. Das sollte kein schwieriger Kampf sein. Ich will jetzt trotzdem Edreal wieder haben. Dann muss jetzt mal Elegos ein paar weniger Erfahrungspunkte bekommen. Das ist mir lieber. Schwächungshieb! Schwächungshieb! Hier, apropos Schwächungshieb! Du bist jetzt tot! Und du ebenso, vorausgesetzt, er trifft. Wunderbar. 1585, das ist so krass einfach. Das ist so viel. Besonders wenn man nur vergleicht, wie viel Schaden wir am Anfang des Spiels so gemacht haben. Irgendwie, was weiß ich, paar 100 oder so. Liebe Leute, auf dem Weg sind ziemlich viele Kämpfe. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns gleich bei der Zwergenrunentür wieder. Bis gleich. Holy fuck, da kamen in der Tat sehr, sehr viele Kämpfe. Es hat, ich sage mal gut, dass ich es nicht mit reingeschnitten habe, aber ich sehe gerade so in der Partzeit, also ich habe locker 10 Minuten gerade gekämpft. Oh, nein, was für gewöhnlich halt, naja, ein Drittel Part ist. Und das einfach nur auf dem Weg zurück in diesem orangenen Raum, weil alle 2 Meter gefühlt einfach ein Kampf kamen. Aber es hat zumindest ein paar EP gebracht. Ich würde mal meinen Drang auf 5-stellig, also auf durch, auf geteilt durch 5-Barkeit hier walten lassen. Wie ist bei dir? Nee, bei dir würde ich mal hier noch ein bisschen weitergehen. Du, so, und du brauchst Tempo, das ist mir gerade bei den Kämpfen aufgefallen, holy fuck. Ich glaube, Rüstung habe ich keine bekommen, leider nein. Gelernt haben wir hier, wir haben die Gunst der Gefährten erlernt. Und jetzt müssen wir gucken, aushalten während des Kampfes immun gegen Betäubung. Nicht schlecht, Schlachtruf 2 Verbündete erhalten einen Bonusangriff gegen ein Ziel. Gruppenwiderstand, Gruppenwiderstand, Schaden durch magische Angriffe. Ich würde dann einfach nur, weil es nur 10 kostet, einmal auf Aushalten gehen und danach mit Schlachtruf weitermachen. Ja. So, und damit sind wir ja jetzt so
gut, also zeitlich so gut wie am Ende des Parts, aber ich werde das mal noch öffnen. Wir haben es gefunden, endlich. Was ist das? So eine Rüstung habe ich noch nie gesehen. Sie gehört jetzt euch. Als Andenken an euer Volk. Ja, als Andenken an sie alle. Dankeschön. Aber das hat jetzt noch nicht das bewirkt, was ich mir erhofft habe. Hä? Moment, also war das mit den Runen doch nur optional, oder wie? Ah, das ist die Rüstung, die ich dann eben kenne. Zumindest die Farbe. Moment, Moment, wo treibt mich denn dann gerade die Karte hin? Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Nun kann dir nur noch das verlorene Buch im Thronsaal. Wo ist denn der Thronsaal? Wo war denn der Thronsaal? War das... Moment mal, war der Thronsaal nicht das, wo wir gegen die Moria-Orks gekämpft hatten? Oder die Frage war, wer wagt es, hier hineinzukommen oder so? Und Herr dort gesagt hat, ich, eben ich. Ja, hier ist das. Okay, dann machen wir das noch. Und dann ist aber wirklich Schluss. Ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, falls ihr den Part hier seht. Ich versichere euch, ja, ihr habt den Part wirklich noch nicht gesehen. Denn ja, wir sind im letzten Part schon mal genau denselben Weg, ungefähr um genau dieselbe Partzeit gelaufen. Oh. Aber ich muss das jetzt ja irgendwie noch schaffen, weil wir können ja nicht den nächsten Part wieder genau hier starten lassen, ne? Oh, Kampf gerade so ausgewichen. Dann würde ich auch sagen, also wir gehen auf jeden Fall da erstmal hin. Wir haben es gefunden, das Buch der Geheimnisse Morias. Wir können es nicht mitnehmen. Nein, aber ich werde es öffnen. Hier. Andalui Ven. Ich kann die Worte aussprechen, aber ich finde die Tür nicht. Natürlich nicht. Das würde den Verstand eines Elben übersteigen. Ja, Hexe, euer Volk hat unsere Tore gesichert und unser Mithril gesucht. Doch die Elben waren nie die eigentliche Macht hinter unserem Thron. Tja, damals nicht, heute nicht, niemals. Danke. Sehr freundlich. Okay, haben wir jetzt den Zauberspruch gelernt zum Öffnen des Tors. Dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle den Cut und laufe offscreen wieder zurück in Richtung da, wo wir die Runen auch gerade eingesetzt haben für die Rüstung. Und ja, sehen uns da dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.